Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute einen Mock dabei. Den habe ich von der Firma Jumco zur Verfügung gestellt bekommen. Die Firma Jumco hat jetzt eine Mock-Section. Vorher haben die nur so Lego-ähnliche Sets auf den Markt gebracht. Jetzt haben sie eine Mock-Section. Im Übrigen gibt es auch auf diese Mock-Section 14% Rabatt extra für die Eröffnung. Also diese, ja, ist für das neue Angebot. Des Weiteren gibt es aktuell bis zum 31.10. noch auf für jeden 50 Dollar Einkaufswert 5 Dollar Cashback. Wird direkt an der Kasse mit berechnet. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Link und alles ist unten drunter. Die Designs dieser Mocks werden von Bricklink runtergeholt. Sie haben mit GoBricks einen Steinepartner gefunden. Und dann bauen die diese Sets nach, verändern sie teilweise auch ein wenig, merzen Fehler aus und bieten diese Sets mit einer sehr guten Teilequalität auf dem Markt an. Ich habe die, wie gesagt, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe auch im Fall der St. Andreaskirche mit dem Designer Kontakt aufgenommen. Der verlangt 20 Euro für seine Anleitung. Und insofern ich die Designer von diesen Sets ermitteln kann, falls nicht, wäre ich sehr dankbar, wenn es einer unten drunter schreibt, werde ich immer die Anleitung zum Originaldesigner auf Bricklink verlinken und werde auch mir die Anleitung kaufen von dem jeweiligen Designer. Das steht jedem so frei, wie er das möchte. Man kann sich natürlich beschweren, die klauen die Designs und vermarkten die dann. Aber es ist ja in eurer Option, wenn euch das jemand anbietet, dem Designer sein Geld zukommen zu lassen. Die Sets sind relativ günstig, mit dem Rabatt, allem drum und dran, bekommt ihr die Anleitung locker wieder raus. In dem Fall habe ich noch nicht rausgefunden, von wem das Set ist. Vielleicht werde ich bis zum Fazit hinbekommen und dann werde ich das auch unten drunter verlinken. Aktuell habe ich da noch nichts. So, ich werde dieses Set bei Let's Bring im Livestream bauen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ihr kennt das, meistens werde ich nicht fertig. Dann gucken wir uns am Ende zusammen an. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Bauschritte zusammen. Das eigentliche Set. Es ist ein Schwert aus World of Warcraft. Frostmourne heißt das, das Cursed Sword, das verfluchte Schwert. Das war aber Info zu World of Warcraft, ansonsten habe ich davon keine Ahnung. Wir bauen in vier Bauabschnitten einmal einen Stand und einmal ein Schwert. Wir fangen mit dem Stand wohl an. Ihr seht, die ersten zwei Bauabschnitte bestehen nur aus diesen transparenten Teilen. Das wird auch spaßig. Und in Bauabschnitt 3 fangen wir dann mit dem Schwert an. Wird bestimmt spannend. Eine kleine Grundplatte ist dabei. Wir haben zwei Aufkleberbögen. Die einen machen so den Eindruck, als ob sie Transferaufkleber sein könnten. Die sind richtig dick. Wir werden es rausfinden. Ich werde mal einen versuchen anzubringen. Ansonsten haben wir auch ein paar bedruckte Teile mit dabei. Habe ich schon erwähnt, 862 Teile habe ich noch nicht erwähnt. Gibt verschiedene Angebote aus Europa, aus China, mit Karton, ohne Karton. Geht ab 40 Euro los in der kleinsten Version, also ohne Karton aus China. Für knapp 892 Teile. Und ob sich das lohnt, werden wir in diesem Video hoffentlich rausfinden. Und damit hätten wir das Schwertchen fertig gebaut. Es sieht fantastisch aus. Aber bevor wir auf das Set eingehen, ich habe euch die Anleitung noch gar nicht gezeigt. Also die Anleitung ist in Papierform dabei. Und sie ist mega klasse. Wir haben direkt am Anfang eine Teileliste und dann die vier Bauabschnitte aufgeteilt, einmal in Sockel und einmal in Schwert. Und dann seht ihr hier schon die ersten Bauschritte. Gehen wir einfach mal ein paar Seiten weiter. Wir haben sehr, sehr große Bilder, sehr gute Darstellungen. Es wird nichts verblasst oder ausgegraut, sondern einfach rot umrandet. Und es lässt sich wirklich super easy nach dieser Anleitung bauen. Sehr zufrieden. Und wie ihr in der Anleitung ja gesehen habt, haben wir mit dem Stand angefangen. Komplett transparent, oder den Trans Blue, Trans Light Blue. Komplett. Schön gefliest rundherum, da ist keine einzige Noppe, die irgendwie offen steht. Wir haben wunderschöne Schneeflocken, Molds da drin. Die sind echt klasse. Ihr seht, die Bolt Joints halten recht gut. Man kann das so ein bisschen in die Richtung formen, wie man möchte. Das hält ganz gut. Ab und zu gibt es eine Schwachstelle, muss man ein bisschen rumdrehen. Ihr wisst Bescheid. Aber cooler Stand. Wirklich massiv und wiegt auch ein bisschen was. Also, hupp, da haben wir so eine Schwachstelle.
Da muss man halt den Bolzjoint ein bisschen drehen und dann geht das schon. Schauen wir uns mal das Schwert an. Wunderbares Schwert. Der Kern des Schwertes besteht aus lauter 2x2 2x2 Brackets, die durch den ganzen Kern gehen und dann mit großen, teilweise 10er, 12er Blades doppellagig verstärkt ist. Das Ding ist also stabil. Also kann man ein bisschen was mitmachen, das fällt nicht direkt auseinander. Es hat natürlich ein, zwei Teile dran, die etwas instabiler sind, aber ansonsten ist es ein recht stabiles Set, ihr habt es hier gerade gesehen. Die ganzen Runen sind alles Print, bis auf das Ding hier vorne. Das geht über zwei Teile, deswegen ist es ein Transfersticker. Genau wie das blaue hier oben auch. Ohne diese Transfersticker würde das so aussehen. Ist jetzt auch nicht so das Schlechteste. Ich hätte halt hier noch eine Rune drauf gemacht und hätte es halt vorne blank gelassen. Egal. Es ist halt so. Ansonsten wunderbar gebaut. Die Seitenelemente sind hier mit Achsen in den Kern gesteckt. Leider sind die Achsen nicht lang genug. Also hier habe ich schon eine längere drin. Ich hätte noch eine längere gebraucht, um komplett alle Roundbricks miteinander zu verbinden. Dann wäre es super stabil gewesen. So ist es halt. Es hält. Also es fällt nicht ab. Es ist okay. Unter diesem Schutz hier soll normalerweise so eine Blade Modified mit C-Clamp oder mit Rail-Aufnahme. Wenn man das drunter macht, dann ist das die Position hier so, wie sie jetzt ist, fixiert. Wenn man das weglässt, kann man sich das hier so ein bisschen noch hin und her biegen, wie man möchte. Deswegen habe ich es weggelassen, um das euch mal so zu zeigen. Wir haben noch einen Aufkleberbogen. Na, komm her. Mit so Strichen und Punkten. Die sollen hier um die Roundblicks geklebt werden. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Der Griff ist wiederum bedruckt. Es sind 12 von diesen, also 8 von der einen Sorte, 4 von der anderen Sorte. Schöne Dachsteine, matt mit dem Print drauf. Selbst der Kron hinten ist bedruckt auf zwei Seiten. Wunderbare Sache. Der Bau hat sehr viel Spaß gemacht. Ging locker flockig von der Hand. War echt entspannt, war super. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ding in dem Stand aussieht. Es gehört ja auch dazu. Ah, das ist das eine Teil, das man nicht anfassen darf. Habe ich euch das auch mal gezeigt. So, ich kann jetzt den Zollstock holen, kann es messen. Es sind 73 cm höher. Ich kriege es nicht mal ganz aufs Bild. Gleich fällt es runter. Schauen wir ein bisschen näher, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Das sieht beeindruckend aus. Da jetzt noch so ein bisschen Leuchtding unten rein mit dem USB-Stecker. Dass das hier unten leuchtet, das wird ein Knaller, oder? Was meint ihr? Rund, round, roundabout 40 Euro, je nachdem in welche Ausführungen, mit oder ohne Karton. Bei Behrwehr, ich hatte es am Anfang erwähnt, ist unten drunter verlinkt. Und aktuell gibt es immer noch diese 5 Dollar zurück für 5 Dollar Einsatz. Euro wäre halt ein bisschen weniger, deswegen, ihr habt es verstanden. Und es gibt noch 14% Rabatt mit Nobby-Jungo auf Mox. Und mit Nobby-Jungo gibt es auch 10% auf alle anderen Sets auf dieser Seite. Link ist unten drunter. Wäre nett, wenn ihr mal draufklicken würdet, würde mir auch helfen, damit ich weiterhin Mox zur Verfügung gestellt bekomme. Ihr müsst nicht unbedingt was kaufen, wäre natürlich schön, wenn euch was gefällt. Aber auch einfach mal draufklicken, dass der Counter da gezählt wird. Damit die sehen, dass ich ihnen zumindest Zuschauer auf die Homepage bringe. Ja, ich finde das jetzt klasse. Super gemacht. Sehr stabil. Schöne Steine. Fantastisch. Gibt eigentlich nichts zu mir gerne. Ist ja auch mal was Schönes, oder? Habt noch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.